Hallo, ich bin Rebecca. Ich muss gerade zu Hause arbeiten. Das nennt man Homeoffice. Zu Hause arbeiten macht mir keinen Spaß. Die Kita ist ausgefallen. Und ich muss auch Homeschooling machen mit den Kindern. Mein Mann ist zwar zu Hause, aber der ist keine Hilfe. Der spielt nur den ganzen Tag Computer. Und ich muss alles alleine machen. Da schafft man gar nichts. Vielleicht macht mein Mann wenigstens Mittagessen. Ich frage ihn mal. Björn, ich kann nicht mehr. Was willst du denn? Ich mach doch hier nur eine kurze Pause. Ich brauche deine Hilfe. Ich mach hier nur einmal kurze Pause. Ich spiele gerade seit vielleicht 5 Stunden oder so. Ganz kurz. Kannst du heute das Essen machen für die Kinder? Auch Essen machen? Wir können doch auch ein Brot essen. Doch kein Brot zum Mittagessen. Mir reicht das. Und wenn du kein Brot haben willst, dann mach doch selber was Warmes. Vielen Dank für deine Hilfe. Toll, jetzt muss ich auch noch kochen. Und die Kinder wollen auch beschäftigt werden. Mami, darf ich was Süßes? Nein, geh jetzt ab in dein Zimmer. Gleich gibt's Mittagessen. Ich werde noch wahnsinnig. Mami, ich bin fertig mit meinem Homeschooling. Kannst du meine Sachen korrigieren? Jetzt muss ich noch meine Hausaufgaben von meinem Sohn machen. Weil richtig einfach ist das nicht. Das ist einfach zu viel für mich. Ich hasse die Corona-Zeit. Ich wette, Clara geht es genauso. Ich rufe sie mal an. Mami, ich hab so Hunger. Wann kommt das Essen? Gleich. Geh erst in dein Zimmer nach oben und spiel da was. Okay, darf ich denn was Süßes? Nein, es gibt gleich Mittagessen. Clara, na, wie geht es dir zu Hause? Ja, mir geht es super. Ach, wirklich? Und wie geht's dir, Rebecca? Kommst du zu Hause auch so schön zurecht? Ohne Arbeit, ganz schön frei, man muss nicht kochen. Der Mann kocht immer. Ja, bei mir geht es auch alles super. Diese Corona-Zeit ist wirklich eine besondere Zeit. Man kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und nicht mehr so viel Konsum und ausgehen. Wer will schon mit seinen Freunden ins Kino gehen? Oder tanzen und Spaß haben? Spaß kann ich auch zu Hause haben. Ich habe so viel Spaß, wirklich. Die Zeit mit der Familie ist so schön. Die Zeit mit der Familie ist echt die schönste Zeit. Die Kinder sind glücklich und mein Mann hilft mir. Und der Haushalt macht sich von selber. Die Kinder und mein Mann machen ja mit. Ja, eine richtige besinnliche Zeit. Ja, das ist wirklich eine besinnliche und schöne Zeit. So schön. Am liebsten will ich das immer so haben. Es ist wirklich eine so schöne Zeit. Ja, bei uns zu Hause ist es so schön. Schön, dass es dir auch so gut geht wie mir. Ja, ich wollte nur hören, wie es dir geht. Aber dir scheint es super zu gehen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Tschüss. Rebecca, ich wünsche dir alles Liebe. Gott, bei ihr ist alles so toll. Bei Rebecca ist es ja so schön. Jetzt runter vom Essen, ist jetzt fertig. Was gibt es denn, Mami? Senfeier mit Brokkoli. Ich mag keine Senfeier. Ich mag kein Brokkoli. Mami, darf ich was Süßes? Nein, du isst das, was ich mit Liebe gekocht habe. Hoffentlich hilft mein Mann Berti diesmal mit. Also, oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ich bin jetzt hier gerade seit höchstens 5 Stunden dabei, ein bisschen Pause zu machen. Wofür brauchst du jetzt meine Hilfe? Berti, kannst du dich heute um die Kinder kümmern?
Ich muss mich doch jetzt nicht um die Kinder kümmern. Die Kinder können irgendwas selber machen. Die können doch auch Computer spielen. Die haben doch ihre eigenen Kinderzimmer. Da können sie doch jetzt auch spielen. Wenn sie nicht... Okay, gut. Also Fernsehen gucken ist vielleicht nicht ganz gut. Okay, dann können sie doch mit Puppen spielen. Oder mit so Lego-Sachen. Vielen Dank für deine Hilfe. Was? Ich kann jetzt nicht. Das ist jetzt... Das ist nicht ganz einfach, was ich hier mache. Ich kann mich hier nicht irgendwie schießen. Also ich kann jetzt... Ich muss auch mal Pause machen. Ich kann nicht mehr. Zu Hause im Kindergarten spielen, meinem Sohn die Hausaufgaben machen und dann noch Homeoffice. Und einen Mann zu haben, der so hinreißend ist, aber nur Computer spielt. Alles bleibt an mir hängen. Es ist kaum zu ertragen, wenn Rebecca erzählt, dass es ihr so schön und so gut geht. Ja, so schön. Dann läuft es bei mir natürlich auch so schön. Homeschooling macht dir so Spaß. Und den ganzen Tag Kinder um sich zu haben, wow, was für eine Freude. Also alles Liebe, Rebecca. Tschüss. Alles Liebe. Bei Rebecca ist es ja so schön. Tschüss. Nein, du isst das, was ich gekocht habe, mit Liebe. Jetzt zeige ich euch, wie ich Klavier spiele. Auf Wiedersehen!